Okay, es geht weiter. Mr. Bully hat uns angequatscht. Er will, dass wir anscheinend Kleriker abflachten. Kleriker abschlachten? Von mir aus. Dann will ich mich aber vorher besser vorbereiten. Ist das wichtig? Ich gehe davon aus, dass es kein Freundschaftsbesuch wird. Nicht wirklich. Also, sag mir, wann du bereit bist, damit wir gehen können. Später. Was gibt's hier? Warum machst du deine Geschäfte für den Duke nicht allein? Das könnte dir so passen. Du kommst fein mit. Ich will dich im Auge behalten, während ich die Sache durchziehe. Ah je, ein anderes Mal, Junge. Was gab's da noch? Attribute. Alles in Gerissenheit. Das ist nicht viel. Wurscht. Wurscht, wurscht, wurscht. Und weiter mit der Mission. Bevor ich wieder von jemandem angequatscht werde. Nep, das werden sie nie. Jo, Junge. Zeig mir, wie ich ein besserer Jäger werde. Klar doch. Ich habe keine Punkte. Die Stimme Kahns schickt mich. Damit habe ich bereits gerechnet. Was genau möchte sie von mir? Du sollst zu Kahn gehen und über mich berichten. Alles klar. Ich werde sofort zu ihm gehen. Die hier lebten, sind schon lange tot. Na sowas. Das war's. Du hättest nicht gleich mitkommen können. Warum muss ich in meisten Städten 10-mal hin und her laufen, wo man sich hier nicht auskennt? Ich habe gehört, dass viele Leute vermissen, in die alte Berserkerstadt zu können. Habe ich auch gedacht, dass es in diesem Spiel drin ist, die alte Berserkerstadt, dass man dort auch ein bisschen reisen kann, die alten Leute besuchen. Wie Ragnar und wie Du ist weißt, egal. warum ich dich sprechen wollte. Ihr wollt wissen, ob der Fremde meinen Test bestanden und eure Aufgabe würdig ist? Ja. Ich habe ihn vor eine Situation gestellt, in der er mich dabei gesehen hat, wie ich etwas aus der Grotte schmuggeln wollte. Er hat es mir durchgehen lassen. Ich hätte auch erwartet, dass er Anstalten macht, es zu melden oder zumindest kritisch nachzufragen. Nichts davon hat er getan. Das spricht eher gegen ihn. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben auf unserer Reise einen Deserteur namens Ilgur getroffen. Er hat sich nicht eingemischt und mich ihn nach dem Recht der Morkons richten lassen. Ich hätte nicht gedacht, dass er das tut. Deine Art, ihn zu prüfen, war richtig. Und seine Reaktion darauf hilft mir, sein Wesen zu verstehen. Dennoch interessiert mich deine ganz persönliche Meinung. Sag mir, was du über ihn denkst. Ist er bereit, meine Aufgabe zu übernehmen? Im Großen und Ganzen, ja. Ich denke, das ist er. In vielen Punkten versteht er unsere Lebensweise und respektiert die Morkons. Er würde einen guten Vandalen abgeben, da bin ich mir sicher. Danke für deinen Rat, Vlad. Ravak segne dich. Ravak segne euch, Meister. Du hast es gehört. Vlad hat sich für dich ausgesprochen. Das sollte dir eine große Ehre sein. Du hast dir den Respekt der Morkons verdient. Als Belohnung hat Kahn persönlich dir etwas mitzuteilen. Geh und sprich mit ihm. Direkt vor ihm. Deine Stimme schickt mich. Ich habe meinen Respekt eurer Kultur gegenüber bewiesen. Ich akzeptiere die Entscheidung meiner Stimme. Möglicherweise ist der Tag gekommen, an dem ich endlich jemanden gefunden habe, der meiner Aufgabe würdig ist. Hast du noch Fragen, bevor wir gehen? Du erwähntest eine Aufgabe. Erzählst du mir jetzt, worum es geht?
Gedulde dich noch einen Augenblick. Es ist fast soweit. Sobald du keine Fragen mehr hast, werde ich dich in Ravaks Dom bringen. Dort wird dir alles erklärt. Oh. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Dann habe ich jetzt eine letzte Aufgabe für dich. Um was es sich handelt, siehst du gleich. Ich bringe dich in Ravaks Dom. Folge mir. Natürlich. Hinterherlaufen, das kann ich am besten. Ja, Jax bekommt wieder sein Ausdauertraining. Die Rüstung ist schon cool. Die Endrüstung. Warte hier. Was ist los? Ich möchte ein paar Worte mit Asmir wechseln. Wir gehen gleich weiter. Asmir? Ja, Herr? Ich bin auf meinem Weg in Ravaks Dom. Ist es also soweit? Ja, ich habe jemanden gefunden. Alle meine Sinne sagen mir, er ist der Richtige. Dann will ich euch nicht länger aufhalten. Möge Ravak dich in seinem Stillstand begrüßen. Auch dich, mein Freund. Wird interessant. Lass uns weitergehen. Ich. Keine Fragen. Diesen Weg gehen wir in Stille. Warum? Bitte, nicht reden. Ich muss mich auf das Kommende vorbereiten. Geduld. Nur noch die Stufen hinab. Und wir sind da. Ich weiß nicht, was passiert. Vielleicht ist es was Wichtiges. Machen wir mal ein Big Save, sonst kann ich noch abhauen. Kerzen haben sie genug anscheinend. Ich weiß nicht, was die roten Dinger hier auf seinem Rücken sein sollen. Die kleinen Hörnchen. Schaut irgendwie ein bisschen eigen aus. Solange sie Ivan nicht opfern wollen vor mir. Ivan, der schrecklich Nette. Da ist ja noch wer. Den kenne ich noch nicht, oder? Dort steht Bahadur. Ich will, dass du mit ihm redest. Er wird dir alles erklären. Meine Worte neigen sich dem Ende zu. Ich werde auf deine Entscheidung warten. Ich hoffe, sie ist weise. Oh je. Ich sehe, du kommst mit Khan. Auch wenn ich es bedenklich finde, er wird seine Gründe haben, warum er ausgerechnet einen Fremden für diese Aufgabe auserwählt hat. Bevor es losgeht, sag mir, ist es dein Wunsch, in unsere Reihen einzutreten? Ein Wahrer des Stillstands zu werden, Ravak zu huldigen und den Weg der Morkons zu gehen? Ich muss noch darüber nachdenken. Dass du Khan hierher begleitet hast, bedeutet, dass er dich als würdigen Nachfolger sieht. Ich akzeptiere dein Zögern. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dem Grund deines Besuchs in Ravaks Dom. Nun erzähl mir, was hat Khan dir bereits gesagt? Weißt du, warum du hier bist? Nein, er hat kein Wort darüber verloren. Ich hätte es mir denken können. Ein Mann weniger Worte. Dann liegt es wohl an mir, dir die frohe Botschaft zu verkünden. Khan hat dich auserwählt. Auserwählt, sein Leben zu nehmen. Oh. Kein Problem. Wann? Dein Enthusiasmus, ein Leben zu beenden, gefällt mir. Ich verstehe, warum Khan dich auserwählt hat. Zu deiner Frage. Wann immer du bereit bist, komm zu mir und wir beginnen mit dem Kampf. Ich habe mich entschieden. Ich akzeptiere. Ich werde Khans Leben beenden.
So sei es. Dann mach dich bereit. Gewähre Khan einen schnellen, ehrenhaften Tod. Ich werde es dir nicht einfach machen. Moment mal. Du hast vor, dich zu wehren? Natürlich. Natürlich. Nur ein Tod im Kampf ist ein ehrenvoller Tod. Naja. Oh. Doch, das geht sofort los. Eigentlich wollte ich Nessie noch abholen, aber wir machen das gleich. Bist du bereit? Ja, weiter. Ja, ich bin soweit. Lass uns kämpfen. Ich danke dir dafür. Möge Ravak mich empfangen. Ravak sei mit dir. Und mit dir. Mal schauen, ob ich überhaupt eine Chance habe. Ja, da ist er gleich weg. Der Typ rennt einfach in die Schlupfbahn. Wo ist meine Waffe? Ja, egal. Was soll der Mist? Gelobt sei Ravak. Khan ist nun in seinen Armen. Ich habe meine Zweifel an dir gehabt. Aber du hast ihm einen guten Kampf geliefert. Vielleicht hatte Khan doch recht, dich als seinen Henker auszuwählen. Es war mir eine Ehre, Khan in Ravaks Umarmung zu schicken. Es freut mich, das zu hören. Für diese Tat werde ich dir einen Wunsch gewähren. Sag mir, was du möchtest. Steht es in meiner Macht, werde ich ihn dir erfüllen. Wegen meines Wunsches. Es war mir eine Ehre, Khans Henker zu sein. Ich brauche nichts. Du bist ein wahrhaftig stolzer Krieger. Lass dir diese Erfahrung eine Lehre auf deinem weiteren Weg sein. Allerdings hatte ich gehofft, du würdest um einen Platz in unseren Reihen fragen. Vielleicht später. Vielleicht später. Na schön. Was? Was passt dir nicht? Nett. Morkons sind schon cool, aber ich werde mir richtig Zeit lassen mit dieser Entscheidung. Okay, Bulli. Fühl mich zu deiner Mission. Du magst mich sowieso nicht, ich sehe es in dein Gesicht. Na schön, machen wir das. Ich will diesen Herold kennenlernen. Dann lass uns keine Zeit mehr verlieren. Der Kerl ist irgendwo in der Gegend da, vor uns anzutreffen. Eher einer von der Sorte, der sich im Hintergrund hält? Die meiste Zeit schon. Wir werden sehen, ob wir ihn überhaupt finden. Warum kommt mir der Name Herold bekannt vor? Die Shotgun schaut gut aus. Hau rein, ich folge dir. Jo. Los, mach schon. Was soll ich machen? Am besten ich übernehme die Sache und du hältst währenddessen den Rand. Verstanden? Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich übernehme die Sache. Ist das nicht der Frank gewesen? Hast du Bedenken, dass ich dir dazwischen funke? Nein, aber ich weiß noch nicht genau, wie es gleich ablaufen wird. Also, Schnauze halten. Ich glaube wohl kaum, dass ich Schnauze halten werde. Schauen wir mal, was das Teil kann. Oh, es macht doch gut Damage. Wenn ich treffen würde. Wenn wir zu feste auftreten, kann es sein, dass er wieder verschwindet, bevor wir ihn zu fassen kriegen. Also, sei gefälligst vorsichtig. Das ist doch, wo wir Frank gesehen haben. Ob sie sich damals genauso gegenseitig den Schädel eingeschlagen haben? Hey, Herold, was geht? Was soll das? Wer bist du? Was willst du von mir? Keine Sorge, Herold. Er gehört zu mir. Ich hatte euch Arschlöchern doch gesagt, dass ich nur mit einem von euch verhandle. Locker bleiben. Ich bin nur Beobachter. Das soll mich jetzt beruhigen, ja? Du hast ja keine Vorstellung, welches Risiko ich eingehe, hier zu sein.
Wenn herauskommt, dass ich mit den Halsabschneidern aus dem Krater verhandele, bin ich geliefert. Komm mal wieder runter, Herold. Ich will nur reden. Ich weiß, was du willst. Der Duke hätte nicht seinen Schläger geschickt, wenn alles glatt laufen würde, oder? Meine Worte. Du verschwindest besser aus meinem Blickfeld. Sonst ziehe ich dir eins über deinen Schädel. Oh. Du bettelst ja förmlich um Schläge. Du Dreckskerl! Die letzte Lieferung war nicht das, was wir von dir gewohnt sind. Ich kann nichts dafür. Die Geschäfte laufen schlecht. Ach, komm schon. Was glaubst du denn, was der Duke mit mir anstellt, wenn ich ihm so eine lahme Entschuldigung auftische? Du hast einen Batzen Kohle bezogen und hast nicht geliefert. Sei mal ehrlich, was würdest du an meiner Stelle jetzt machen? Was auch immer jetzt passiert, kampflos werde ich mich nicht ergeben. Gut, gut, naja. Gut, gut. Du wirst mich noch kennenlernen! Oh. Ah, das Schwert ist doch nicht so stark. Ich habe einmal upgegradet bei Nahkampfstärke. Machen wir ihn einfach schnell weg. Irgendwo ein Wühler in der Gegend? Die Infektion hatte sie schon fast wieder vergessen. Da ist ein Wühler. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge. Er hat mir gerade das High Ground gegeben. Ach, gute Arbeit. Wo ist seine Loot? Manchmal muss man sich die Hände schmutzig machen. Du hast damit kein Problem, oder? Überhaupt nicht. Herold war ein ziemlich paranoider und illoyaler Opportunist. Von der aggressiven Sorte. Besonders kompromissbereit war er nicht. Er war ein feiger Penner. Sollte er nicht mit dir verhandeln? Manchmal laufen Dinge eben anders, als man sie erwartet. Es muss nicht immer alles Sinn ergeben. Vor allem nicht, wenn man die größeren Zusammenhänge nicht versteht. War es also in etwa das, was du wolltest? Nicht einmal im Ansatz. Ich sollte Herold nur ein bisschen Angst machen und mehr aus ihm herausquetschen. Hat ja super funktioniert. Schicksal. Ja. Was wirst du dem Duke jetzt sagen? Die Wahrheit. Dass wir die Waffenlieferung aus der Burg der Kleriker abschreiben können. Ups. Das wird dem Duke nicht gefallen. Das ist dann wohl mein Problem. So, Schluss jetzt damit. Ich halte dich auf dem Laufenden, wenn sich wieder etwas Neues ergibt. Ah, schlafen, Nesti suchen und mit Nesti abhängen. Schauen wir sonst noch da oben in der Burg bei mir Missionen hat. Zivilisation. Hier siehst du, was dabei herauskommt. Ich bin mir zu 50% sicher, dass hier ein Safe ist. Jetzt aber. Den ich noch nicht geknackt habe. Naja. Okay. Dann vielleicht doch nicht. Wo bin ich denn hier? Ah, ich bin ja ganz woanders. Das sind ja nicht mal die... Das ist nicht der Bereich, wo ich dachte, dass ich bin. Wo ist meine Sonnenbrille? Meine Lootbrille. Nachtaxt. Können wir lieber mal drüber schauen, was ich sonst noch an Loot vergessen habe. Ich dachte, dass ich ganz woanders bin. Dort, wo ich Frank gefunden habe. Dort dachte ich, dass ich wäre. Aber nö. Ach, da ist ein Ressort leer. War ich doch schon hier? Bin ich leicht verwirrt. Schlafsack. Okay, gibt's ja nichts dann mehr. Doch, das ist doch dort, wo ich Frank gefunden habe. Warte mal. Die Kleriker? Was? Okay, egal. Oh, so. Jetzt so. Brot. Wen finden wir hier alles?
Irgendjemand, der Missionen für mich hat. Alles klar. Der Outlaw Bully ist so etwas wie mein Aufpasser. Ach so. So nennen wir das heute also. Einsatzempfehlung? Ich schätze, ich denke besser noch einmal darüber nach. Egal. Je mehr wir sind, desto besser ist es für uns. Wo ist das Mädel? Hier oben ist niemand drinnen. Fox hat wahrscheinlich auch nichts Neues zu sagen. Ich hab da noch einen. Der Duke hat einen neuen Auftrag für mich. Verstehe. Wird das wieder so eine Strafexpedition für untreue Lieferanten? Das wird sich zeigen, ob ich die grobe Kelle auspacken muss. Der Prügelknabe. Ja, ja. Tja, nur mit dem Unterschied, dass ich es bin, der die Prügel verteilt, wenn es nötig ist. Wer ist denn der Glückliche? Ein Kerl namens Urax. Ein Alp. Richtig. Du warst ja früher selbst mal einer von dem Verein. Darum bist du der ideale Wingman für die Aktion. Was hat er verbrochen? Bisher noch nichts. Ich soll erst einmal mit ihm verhandeln. Urax soll vermutlich Energiezellen für unsere alten Maschinen liefern oder so. Und wo bekommt er die her? Was weiß ich, aus dem Depot kann uns egal sein. Hauptsache er liefert. Du bist bereit? Ah. Ich bin bereit. Treffen wir deinen korrupten Alp. Dann aber schnell, wir sind schon spät dran. Ja, machen wir sofort. Und dann suchen wir Nasty. Nach meinen Informationen soll sich Urax irgendwo hier in dem Komplex aufhalten. Wir werden das Areal nach ihm absuchen müssen. Klingt gut. Warum glitschig? Hallo? Ich bin Sonic. Du gehst vor und suchst nach dem Kerl. Ich bleibe hinter dir. Schlechte Befestigung. Ihr konntet damals doch sicher fast jeder einfach durchspazieren. Da ist ja noch ein zweites Vieh. Oh, das wird ein fetter Kampf. Okay, nehmen wir die Starrenwaffe. Jetzt, wo wir Multischaden machen. Anstrengend. Boysal hat uns auch letztens schon mal auf die Fresse gegeben. Da werden wir auch lieber Abstand halten. Ja, sehr schön. Ich muss mal die Armbrust. Kann ja nicht so schwer sein, den Mistkerl aufzuspüren. Die Alps sind so auffällig wie Zyklopen. Sind wir das? Was bist du denn? Ein totes Viech, okay. Oh, ins Haus. Looten. Oh ja, looten. Chili con carne. Yeah. Ich hab nun mal ziemlich viel Chili con Carne schon im Gepäck. Ich hab's jetzt nicht wirklich gebraucht. Dort in der Toilette. Klassisch. Dass jemand seinen Schrot versucht runterspülen. Ach komm schon, Bulli. Rück mich nicht. Du musst nicht den Bulli hier spielen. Mein Kopf. Gab der mit Bulli aus dem Weg. Sonst wirst du gleich nach Hause geschickt. Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Sollte der Duke solche Energiezellen nicht besser selbst herstellen lassen, anstatt von Händlern abhängig zu sein? Wozu sollte er? Bisher ging es ja auch so. Wow. Einen Speicherpunkt bekommen. Warum macht das Ding so viel Schaden? Schon zerlegt das mit deiner Shotgun.
Shotgun. Ah, na dann habe ich unendlich viele Bolzen. Obwohl das Nachladen nicht das Beste bei diesem Teil ist. Lange lacht. Denkst du nicht auch, dass... Nicht denken, machen. Und jetzt halt die Klappe. Ah, wir werden keine Freunde mehr. Sagt mich, soll die Klappe halten. Geh mal Löffel looten. Statt Löffel liegen. Bulli. Ah, Chili con Carne, yeah! Billige Gegend hier, aber auch anscheinend nicht so schlechte Loot. Ach, ein Stück. Nehme ich dafür was, wenn ich das fertigstelle? Krass, wie viel Loot man in diesem Spiel findet. Nelix 1, gar nichts. Aus dem Weg, Mana-Tränke, die ich für irgendwann verkaufen werde. Ich weiß nicht, warum ich so viele Mana-Tränke finde. Energiespeicher gibt es gar nicht mehr. Da habe ich gar nichts mehr gefunden, seit längerer Zeit. Oder bin ich mir gar nicht sicher. Loot. Muss ein Outlaw sein. Tagebuch. Oh, so fast übersehen. Kann ich ihn hacken? Yes. Zwei kleines 5, 3, 9. Okay, anscheinend doch 7. 0, 7, 5, 8. 8 ist richtig. 5, 8, 7, waren wir da gerade nicht. 5 und 8. 7 waren wir gerade. 5. Mist. Da passt was nicht. 85 plus. 5, 9. 5. 5, 9. Mist. 5, 9, 3, 8. Wo bin wir so? Okay. 1, 0, 7. Passt. Geht doch. Okay, Loot. Besser speichern, bevor ich das wieder hacken muss und den Code vergiss. Anscheinend im Nebengebäude ist der Händler. Und Viech drinnen. Okay. So leicht darf ich mich nicht killen lassen. Ja, da ich lieber mit Loot-Sonnenbrille rumlaufen. Aber die macht es viel einfacher. Ich glaube, schwarzgebrannte kann ich auch verkaufen. Noch keinen Grund dafür gefunden, die zu benutzen. Wenn keine Zahlen umstellen, lese ich das sowieso nicht. Ich könnte durchrappen probieren, aber das wird sicher peinlich. Dann müsste ich ganz motiviert sein. Dosenfleisch. Oh, weitere Sonnenbrille. Den sechsten Sinn. Habe ich das nicht schon? Ha. Ach, gefahren. Die kenne ich sowieso doch. Oh. Okay, was? Wie ich sehe, schickt der Duke seinen neuen Mann. Ich bin eigentlich nur Begleiter. Bully ist derjenige, der mit dir verhandeln soll.
Mag sein, jedoch ist das alles ohne Belang. Der Duke soll erfahren, dass die Lieferungen der Energiezellen unter diesen Umständen nicht weiter vollzogen werden können. Den verantwortlichen Technikern ist aufgefallen, dass die letzte Lieferung zu groß war. Es wurde Meldung gemacht und die Obrigkeit des Depots ist misstrauisch geworden. Noch bin ich nicht aufgeflogen, jedoch würde das sofort passieren, wenn ich so weiterverfahre. Unwahrscheinlich, dass der Duke das so akzeptieren wird. Ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte. Alles Weitere führt zu nichts. Wow. Okay. Verdammt, was ist passiert? Urax hat sich wegteleportiert. Unwahrscheinlich, dass wir ihn je wieder sehen werden. So eine Scheiße. Das war's dann mit der Energieversorgung im Krater. Ups. Es werden schon nicht so schnell alle Lichter ausgehen, aber ärgerlich ist, dass wir uns eine neue Quelle suchen müssen. Der Duke wird nicht erfreut sein über diese Entwicklung. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass er so etwas schon geahnt hat. Ach komm, wie kommst du auf das schmale Brett? Ich begleite dich ja jetzt schon eine Weile auf deinen Missionen für den Duke. Bisher blieb noch jede davon erfolglos. Scheint fast so, als würdest du die unmöglichen Fälle zugeteilt bekommen. Ich bin Leibwächter des Dukes. Ein Dreck bist du. Du wirst bald genau wie alle anderen in der Grube landen. Ah, das sagt der Richtige. Du setzt voraus, dass der Duke gewusst hat, dass die Verhandlungen in jedem Fall scheitern würden. Baxter ist ein cleverer Mann. Das ist doch gequirlte Scheiße. Das konnte doch keiner voraussehen. Bist du dir da ganz sicher? Ich bin mir sicher, dass du jetzt besser die Fresse hältst, sonst stopfe ich sie dir. So, und jetzt will ich nichts mehr darüber hören, klar? Bis zum nächsten Fiasko. Schnauze! Yep. Du wirst verarscht. Ganz sicher. Während ich Wetterlute. Mikroskope. Und so Sachen. Denk noch ein Boss hier. Was zu killen. Oh, ich bin ja direkt vor der Stadt, oder? Vor der Albstadt. Aber ich will ja zurück mit Nastia treffen. Nastia. Oh, mehr kleine Schrotts überall. Alles wird mitgenommen. Alles Loot im Tracks. Damit die Effizienz groß genug ist. Das hier, die Lampe. Richtig alles Schrott. Aber deswegen bin ich ja so reich. Wenn ich den ganzen Schrott nehme. Oh, nett. Das Teil brauche ich. Das Teil habe ich schon. Anscheinend. Report, ja. Obsidian. Da war ich ja vorher nicht looten drin. Das ist ein Zettel, oder? Nichts. Nichts hier oben. Bitte! Okay, zurück. Richtung. Wo sind wir hier? Da, da wollte ich hin. Was ist das? Na, hier. Oh, hey, Crony. Commander, eine neue Ortung von Kontrollknotenchips. Dieses Mal in Tavar. Hört sich gut an. Wir haben ja noch ein paar offene Fragen. Was genau bezwecken die Eindringlinge mit ihren Chips? Sind es wirklich nur Wanzen, die uns Menschen abhören sollen, oder steckt noch mehr dahinter? Abreise möglich, sobald der Commander den Befehl erteilt. Du bist eine Maschine. Was könnte dich dazu veranlassen, einmal nicht abreisefertig zu sein? Wenn du deine Zahnbürste vergisst? Die Säuberung meiner primären Systeme wird beim Wartungsprozess im Depot durchgeführt. Ich weiß, Kleiner, du bist eine reinliche Maschine. Analysiere. Komm mit. Mitkommen. Was? Bleib schon. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit.
Hab's kapiert. So, wo ist meine Drohne? Nicht wegfliegen. Du wirst wahrscheinlich sofort mit Nasti ersetzt, aber... Mitkommen. Aber ist ja egal. Ah, da ist sie ja. Was sagt das Mädel? So, wie ist es jetzt mit deinem diplomatischen Plan? Wie genau soll die Sache laufen? Ganz einfach. Ich werde mich kampfbereit machen, trainieren und bereite mich derweil auf meine Audienzen bei den Oberhäuptern der anderen Gilden vor. Und du bringst mich zu ihnen. Zu allen? Ich muss mich erst auf die Gespräche mit den einzelnen Typen vorbereiten. Eins nach dem anderen. Als erstes fangen wir mal mit Baxter an. Bei ihm weiß ich jetzt schon, was ich sagen werde. Ach und das mit den Waffengefährten, meinetwegen, ich bin dabei. Auch wenn ich fürchte, dass ich es bereuen werde. Okay, wir machen zuerst Ronis Mission. Lassen wir das. Bring uns zu deiner Ortungsstelle dieser Chips. Abreiseprotokoll läuft. Und dann wird's hier fertig sein. Yep, yep, yep. Hetzer direkt vor uns. In Ordnung. Dann lass uns sie mal aufmischen. Ich folge. An diesen Ort kann ich mich erinnern. Verdammt. Keine der großen Gemeinschaften hat einen wirklich guten Plan gegen die Fremden. Wir werden uns etwas einfallen lassen müssen. Oh. Kartoffelchip, Kartoffel, okay, nicht Kartoffelchips. Ich finde eine Kochstation und gehe Chili con Carne und sowas herkochen. Okay, ich habe diesen Kopfschmuck, brauche ich. Was habe ich hier noch, dass ich mir reinwirken kann? Kleinen Heiltrank. Mein Leben voll. Dann gehen wir mal Hetzer angreifen. Verstrator. Der ist neu. Ja, der ist neu. Zieh dein Schwert. Zieh dein Schwert. Nein. Okay, ich sehe schon. Brata macht Fettschaden. Tschüss. Mist. Mist. Commander. Alles im grünen Bereich? Wie sieht's aus? Haben Sie die alten Rechner hier auch manipuliert? Zahlreiche Kontrollknotenchips in den umliegenden Maschinen geortet und eliminiert. Die Fremden scheinen außerdem einige Bausteine dieser Rechner entwendet zu haben. Wie jetzt? Die Eindringlinge sammeln alten Elektroschrott? Vermutung. Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie die alte Technologie reaktivieren wollen. Ach komm. Du glaubst also, dass dieses hochentwickelte Volk alte, ausrangierte Leiterplatinen und Transistoren klaut? Wofür? Viele dieser Elemente sind zwar alt, jedoch lassen sie sich bei einer erfolgreichen Reaktivierung in operativen Einheiten zur Berechnung größerer Aufgaben einsetzen. Du meinst, sie brauchen diese alten, schrottigen CPUs hier für ihre Berechnungen? Vielleicht auch nur die Rohstoffe, um daraus neue Einheiten zu bauen. Kommt auf die Aufgabe an, die sie zu lösen haben. Höhere Rechenleistung, schnellere Ergebnisse. Das klingt eher nach Verzweiflung als nach einer gut geplanten Invasion. Es ist nur eine These, Commander. Um diese zu untermauern, sollten wir noch mehr Informationen sammeln. Gut, dann gib mir Bescheid, sobald du wieder eine Ordnung hast. Wir sind mitten im Fight, Crony. Sturzwahrscheinlichkeit. Nee, sagst du nicht. Und Selbstexplosionsgefahr. Oh je, er hat die Waffe gezückt, Mist.
Habe ich ihn fliegen geschickt? Hat wenn er seinen Sturmgewehr weggegeben. Ob, Brody. Jetzt hat er es wieder rausgeholt. Kann ich ihn ins Haus locken? Er hat mich durch die Wand gekillt. Oh, Victor. Mist. Was ist das für ein Kampf wieder? Ein guter Endkampf für die Folge. Das ist der Big Boss. Guter Kampf. Da habe ich ein paar Leichen verteilt. Gehen wir mal durchlooten. Ein Outlaw. Der hat nicht gewusst, mit was er sich da wohl anlegt. Granaten, die brauche ich. Ich glaube, es ist Zeit, dass ich ihn beitrete langsam mal. Dass ich gute Ausrüstung mir arbeiten kann. Oh, Granaten. Ja, mit den Granaten. Schlafsack gleich wird geschlafen. Abgelootet muss ja auch noch werden. Oh Mist. Ich bin nicht gut genug. Das haben wir noch immer nicht gelernt. Oh, das will ich dann mal bei den Alps weitermachen, die Tresorknackmissionen. Wer weiß. Messe hohe Einsturzwahrscheinlichkeit. Ja, ein paar Gegner sind hier auf jeden Fall eingestürzt. Der da unten zum Beispiel, der Kleine. Habe ich noch wen nach unten geschickt? Das ist die Ratte vielleicht. Oh, an diesen Ort kann ich mich erinnern. Ich schau mal weiter ein bisschen, was es hier gibt. Tote, wie es ausschaut. Ein weiterer Safe. Den kann ich hacken. Yay! Was für ein lustiger Abschluss. Zwei, neun, acht, sieben.
Ich bin ja ganz daneben. 3, 3, 6, 5, 2. 3 war richtig. Das war nichts. 3 war richtig. Okay. 3 ist kleiner als 9. 8, 7 hatten wir schon. 6, 5. Nöp. 8, 7. 2. 3, 8, 7. Okay. Probieren wir es mit 0. 3, 8, 7, 0. Diese Scheißinfektion. Mist. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Oh, okay, passt. Geht passt. Doch. Na, Gott sei Dank. Das war's hier. Sonst nichts. Was haben wir hier? Irgendein Wüstenviech. Wüstenteufel wahrscheinlich. Ja. Was für ein Feuerspucker. Uff, knapp gewesen. Die Viecher one-shotten mich ja gerne. Die Kleriker-Basis da drüben ist anscheinend auch eingestürzt. Ich weiß nicht, warum die Kleriker so viel auf die Fresse bekommen haben hier. Haben eigentlich ziemlich stark immer gewirkt. Oi. Sieht nicht so aus, es wäre da viel Interessantes. Eine Kröte. Eine Todeskröte. Ich erkunde ein bisschen. Ja, nicht fliegen, nur schießen. Natriumchloridanteil im Wasser entdeckt. Destillation vor Verzehr notwendig. Ach, was soll denn schon passieren, wenn man ein bisschen mehr Wasser trinkt? Die Zellmembranen des menschlichen Magens können eine solch hohe Konzentration an Natriumchlorid nicht aushalten. Der Eigenwasseranteil der Zellen diffundiert und lässt somit die Zelle austrocknen. Der Tod wäre die Folge. Soll das heißen, ich würde innerlich vertrocknen, wenn ich das trinke? Positiv. Yes. Oh, dann lassen wir das wohl besser. Nein, du sollst es schlagen. Oh, dann lassen wir das wohl besser. Ich glaube, hier gibt es ja nichts Wichtiges. Also rüberfliegen. Ach, baff. Dann können wir zurückschlafen und verkaufen. Na, oder? Vielleicht gibt es ja doch was Interessantes. Ich habe Gerüchte gehört von Nesti, dass ein Logan vielleicht hier rumlauert.
ab hier. Mist. Machen wir schnell weg. Hat viel zu viel Leben. Das scheint sich gerade nicht zu bewegen. Bitte. Aber, was haben wir hier für ein Zelt? Bist du hier, Logan? Irgendein Logan hier? Nichts. Könnte ein neuer Tesla-Auto sein. Da oben schaut es nach einem fetten Lager aus. Ich glaube nicht, dass ich das noch in dieser Episode mache. Ah. Ja, machen wir eine Stunde draus. Machen wir eine Stunde draus. Machst du es auch schon aus? Na, schauen wir mal, was da oben abgeht. Hm. Ja, wenn die Kleriker ein bisschen besser aufgestellt wären, hätte ich wahrscheinlich ihnen beigetreten. Aber so schaut es gerade nicht so gut aus, dass sie so interessant wären. Was bekomme ich denn, wenn ich die Karte fertigstelle? Komme ich hier rauf? Sieht nicht so aus. Ah, Schatztruhe. Beschädigte Zahnbürste. Resistenz Frost. Ich glaube, so viele Frostgänge habe ich noch nicht begegnet. Okay, da komme ich von dieser Seite nicht drauf. Was zurück ins Camp. Wo sind die Bastionen? Ja, dann werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich Nastias-Mission machen. Nasty Nastias. Danke fürs Zuschauen. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Und tschüss.